So, zum heutigen Punktspiel in der Regionalliga, erfolgreich gegen den großen FC Bayern München, begrüße ich zunächst unsere Zuschauer recht herzlich. Ebenso begrüße ich unseren Schiedsrichter der heutigen Partie, Norbert Zöhnlein vom FC Bayern. Zum bisherigen Saisonverlauf, der Sportinteressierte könnte sagen, standesgemäß steht der FC Bayern ganz oben und ohne Punktverlust. Im Fußball ist das immer gewohnt, im Tischtennis, wir haben uns vom Spiel ein bisschen unterhalten, ist auch für die Mannschaft ein kleines bisschen überraschend, dass sie so gut dastehen. Sind bis jetzt glänzend gestartet und haben wirklich keinen einzigen Punkt abgegeben in 6 Spielen. So, zum Aufstellung des heutigen Spiels. Der FC Bayern tritt heute leider nicht in Bestbesetzung an. Wir müssen auf ihren Michael Plattner verzichten. Wir hätten uns eigentlich sehr auf ihn gefreut, ein kleines Familientreffen hier zu haben, weil sein Bruder, der Stefan, wohnt ja seit einigen Jahren in der Nachbarschaft in Pinsberg und ist montags regelmäßig ein gern gesehener Trainingsgast bei uns und haben uns eigentlich darauf gefreut. Zur heutigen Aufstellung dann, der FC Bayern tritt an in Position 1 mit einem Trainerkollegen von mir, der beim BDTV auch arbeitet, wird ein interessantes Duell dann immer, wenn ein Trainer gegen den Schützling spielt. An Nummer 1 bislang mit 7:5 Siegen im vorderen Parkkreuz, Sapi Sabanos. An Nummer 2, für uns auch ein langjährig bekannter Spieler, weil er in der gleichen Jugendjahrgang war mit Marco Büttner oder früher Steffen Lotter, haben sich zahlreiche Duelle auf bayerischer Ebene geliefert. Bis jetzt eine überragende Saison im mittleren Parkkreuz, 11 Spiele, 11 Mal gewonnen. Heute an Position 2, Julian Niemann. Position 3, ein Spieler, der in Bayern seit ein, zwei Jahrzehnten immer zur erweiterten bayerischen Spitze gehört, ein sehr konstanter Spieler, auch feiertechnisch immer bei bayerischen Meisterschaften oder wie ich früher war bei Unimeisterschaften, immer mit am längsten ausgehalten, bislang 15 Spiele mit einem Parkkreuz war tätig. Dann Position 4, ich glaube der dienstälteste Spieler des FC Bayern, der heute dabei ist, schon im Verein spielt, normalerweise hinter dem Parkplatz aktiv, dort bislang mit 6:3 Siegen, Wolfgang Köppel. An Position 5, Spieler, der vor 2 Jahren schon mal gegen uns gespielt hat, der damals beim FC Tegernheim gespielt hat, musste dann etwas kürzer treten, hat in dem letzten Jahr in der Bezirksliga gespielt bei Dillingen und man muss wirklich sagen, Hut ab von diesem Comeback. Sensationelle Leistung ist jetzt mit 7:2 Siegen im hinteren Parkkreuz Florian Kang. An Position 7, der heute ins Team gerutscht ist, ist auch kein Unbekannter in der Regionalliga, war letztes Jahr noch Stammspieler, hat an Position 6 die ganze Saison in der Regionalliga durchgespielt, spielt jetzt zusammen mit unserem bekannten Markus Kanzlieber im vorderen Parkkreuz in der zweiten Mannschaft des FC Bayern. Normalerweise Frederik Scholler. In den Doppeln hat der FC Bayern heute nominiert, an 1 Sabran Muslima, an 2 Degen Schulter und an 3 Köppel. Herr Feldrich spielt heute mit 7 Mann. An Position 1 etabliert bis jetzt eine für uns sensationelle Runde gespielt, Martin Jasowski. Und an Position 6, heute im Einsatz,
Tischen. An Tisch 1 werden wir mal zählen, an Tisch 2 werde ich euch zählen. Und wir beginnen dann an Platte 1 mit Jaslowski Zaus gegen Schoda. Und an Tisch 2 Jäger Quick gegen Sabanos Lima. Ansonsten wünsche ich allen viel Spaß, spannende Spiele und da bis dann.